Ja, Leute, hallo. Hier steht er, der Energiesparkommissar. Grüßt euch, hi. Carsten, er ist ja auch Inhaber von House & Energy. Energie und Haus, ja. Energie und Haus, ja, aus Darmstadt. Und ich habe natürlich deine Videos schon studiert, ja, und auseinandergenommen. Und wo ist der Rechner? Da ist er, 34.000 Kilowattstunden geteilt durch die 270. Sind wir wahrscheinlich irgendwo bei 12, ja. Bei jetzt 126 Kilowattstunden, also rund 130 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Ah, die Zahl habe ich gesucht, siehst du? Ja. Bin ich jetzt fündig geworden. Was heißt nicht fündig geworden? Das kommt dann später hier. Ich habe natürlich deine Videos und dann, ja, wie man das alles berechnet. Und dann bin ich auf das Heizlastberechnung gegangen, habe mir das alles durchgeschaut. Und irgendwann sprichst du ja von dieser Zahl. Genau. Und ich habe von der Heizlastberechnung ja eine Schreibe zurückbekommen. Und die schreiben, und das steht da drin, weil mir das nicht ganz klar war, die Gesamtheizlast beläuft sich auf 18,8 kW. Und dann steht dann hier, einer spezifischen Heizlast von 61 Watt pro Quadratmeter. Mhm. Und da bin ich drüber gestolpert. 60 Watt. Und dann bin ich halt auf diese Zahl gekommen. Pro Quadratmeter Heizlast. Ja. Also das ist ja schon mal eine ganz gute Zahl. Gut, dass du die Heizlast schon mal vorher hast machen lassen. Also jetzt erstmal ganz kurz zu dieser Zahl, 130. Ja, du hast das Video wahrscheinlich gesehen. Ja. Also Häuser, die vor 1978 gebaut worden sind und der größte Teil des Gebäudes ist ja aus der Zeit, ne? Ja. Die liegen normalerweise in der Größenordnung, wenn da noch nicht nennenswert was gemacht worden ist, von 200 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Häuser, die nach 1995 gebaut worden sind, die kommen dann teilweise schon in diese Richtung. Okay. Von 120 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr. Neubau, da liege heute bei 70, 80 Größenordnung da in dieser Ecke. Okay. Das heißt, wir sind schon deutlich besser als das, was normalerweise in den Jahren vor 1978 gebaut worden ist. Das hat natürlich teilweise mit dem Anbau zu tun, aber es hat mit Sicherheit auch noch andere Gründe. Gucken wir mal, was von hat der Altbau im Dach gemacht? Ja. Die Fenster sind wahrscheinlich mittlerweile irgendwann schon mal getauscht worden oder so. Ja, also teilweise. Es sind wahrscheinlich so ein paar Sachen schon gemacht und das kriegen wir ja dann alles raus. Okay. Da besprechen wir gleich drüber, um dann zu prüfen, ob das auch ein plausibler Wert ist oder ob wir noch mal gucken müssen, ob wir doch irgendwo noch eine Energiemenge vergessen haben oder so. Oder Quadratmeter irgendwie zu viel oder zu wenig oder irgend sowas gerechnet. Okay, so ganz traue ich dem nämlich nicht, weil wir haben natürlich in den 10 Jahren, wo wir jetzt hier wohnen, oder 11 Jahren, habe ich ein paar Räume ausgemacht, wo es immer kühl war und wo ich auch mit den Heizkörpern nicht so richtig die Wärme reinbekommen habe. Und wenn, sind sie die ganze Zeit durchgepumpt. Mhm. Also da ist bestimmt noch Handlungs. Gucken wir mal. Ja. So. Ganz ehrlich, das mit der Heizlastberechnung ist mir jetzt nicht ganz klar und schlüssig, was da jetzt, warum ich das gemacht habe. Ich habe es als Hausaufgabe bekommen für dir. Ich habe es jetzt gemacht. Ich habe mir diese 49 Seite angeguckt. Na gut, wir wissen jetzt, du bräuchtest im jetzigen Zustand 18 kW, hast du gesagt. Ja. Ja. Diese eine Zahl hätte. Perfekt. Ja. Ist auch schon mal gut. Das heißt, 18 kW, was hättest du jetzt für eine Heizlast, für eine Wärmepumpe gekriegt? Bis 19,5 hatte ich. Genau, so. Jetzt wissen wir aber, wenn wir alles, was wir jetzt besprochen haben, gemacht haben, kommen wir ja noch mal runter. Da werden es keine 18 kW mehr sein, sondern wir werden dann irgendwie Größenordnung 10 oder weniger haben. Okay. Da haben wir doch schon die erste Einschätzung. Ja? Okay. Und diese Heizlastberechnung, die lassen wir dann am Ende noch mal anpassen an den neuen Standard. Okay. Wir wollten ja wissen, ob die Wärmepumpe in diesem Haus funktioniert. Okay. Ja, mit den 60 Watt. Da hätte ich jetzt gesagt, ohne Hybrid noch nicht. Ja? Okay. Also das ist auch eine Information, die wir da rausgezogen haben. Mhm. Es sind schon wichtige Informationen. Das hätte ich dir jetzt alles nicht so sicher mit voller Brust erzählen können, wenn wir diese Informationen mit den 60 Watt Heizlast und 18 kW nicht gehabt hätten. Okay. Und so haben wir eine gewisse Sicherheit für die Vorentscheidungen, die wir jetzt schon mal treffen. Du kannst jetzt sicher die 12er bestellen. Ja. Safe. Okay. Ja? Wäre jetzt bei der Heizlast 24 rausgekommen, hätte ich gesagt, ein bisschen eng mit einer 12er. Ja. Ja, also wir haben mehr, als du jetzt vielleicht erahnt oder auf den ersten Blick gesehen hast, aus dieser Heizlast schon rausgeholt. Okay, super. Gut. Folgetermin, wollen wir uns nochmal treffen? Sobald du eine Entscheidung getroffen hast, ja, gern. Es sei denn, was hast du noch? Du hattest irgendwas noch mit Balkonkraftwerk? Ach, das würde ich alles gerne in aller Ruhe lieber noch mal treffen irgendwie oder vielleicht
ich habe jetzt hier auch schon wieder so viele Informationen, das muss ich jetzt auch erstmal wieder notieren. Arbeiten. Und, genau, und werde das auch nochmal gegenchecken. Und das, was ich hier drinstehen hatte, haben wir zum größten Teil alles besprochen. Und das sind bloß noch so ein paar witzige Sachen zwischendrin. Thema Holger Lauenlei, unseren Freund. Ach. Da haben wir ja beide einen Kommentar geschrieben zu seiner Aussage mit den 95%. Ob er sich jetzt ausgedrückt hat. Ich habe ja nur einen Kommentar geschrieben und der wurde ja dann irgendwie 250 Mal geliked oder so. Wahnsinn. Er hat nochmal ein Video gemacht, da hat er jemanden angesprochen und dann habe ich echt überlegt, meint er jetzt dich und mich, weil du bist so der Ingenieur, ich komme aus dem Gatte, aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass er jemand anderes gemeint hat. Ja. Unseren Kommentar, da war er außen vor gelassen. Da war er nicht, aber war ja auch nicht verkehrt, was wir geschrieben haben. Ne, aber es war ja, hast du ja auch gesehen an den Rückmeldungen, ne, dass da quasi alle, da war ja schon ein Kommentar, der hatte schon 60 Likes und den hatte ich ja innerhalb von einem Tag überholt, ja, mit meinem Kommentar. Ja. Das war ganz verrückt. Ja. Unglaublich, was das für eine Rückmeldung da gab. Aber ich bin trotzdem der Meinung, so ganz Unrecht hat er nicht, wenn ich mir solche Dinge wie die Heißlastberechnung bzw. andere Dinge anschaue und dann deine Videos auch nochmal gegenüberstelle wird. Ich denke, er hat sich falsch ausgedrückt und er hat einfach diese, mit dieser 95% genau die angesprochen, die bei dir, wo du hast mal eine Studie auseinandergenommen von Fraunhofer, da hast du ja auch mal da Rückmeldung bekommen, wo sich einer von denen beschwert hat bei dir. Ja, ja, genau. Und das war wahrscheinlich das gleiche Thema, wo es da reingeht. Ja, aber es ist 95% stimmt halt nicht. Ne? War eine blöde Aussage mit dem Prozent. Ich bin da immer vorsichtig. Wir haben ja 17% oder 18% Häuser aus der Zeit nach 94. Mhm. Ja. Also quasi fast ein Standard wieder hin. Ja. Da ist es überhaupt kein Problem. Die kannst du einfach so, zack, die kannst du einfach so austauschen. Ja. So, und dann haben wir einen nennenswerten Anteil von schon mittlerweile energetisch sanierten Häusern. Und die kannst du auch nicht unterschlagen. Das sind aber trotzdem Altbauten. Ne? Ja. Wenn der 1960 gebaut ist, ist er mittlerweile energetisch modernisiert worden vor 5 Jahren von einer jungen Familie. Und die haben damals eine Gasheizung eingebaut. Da ist trotzdem jetzt auch noch eine Wärmepumpe beim nächsten Mal einfach so machbar. Ja. So, die darfst du aber nicht erschlagen. Ja, und das hat er aber gemacht. Ja. Und es gibt keine so vielen pauschalen Aussagen, die man treffen kann. Wenn man irgendwo eine pauschale Aussage treffen kann, dann mache ich das auch. Ja. Ja. Dann bin ich selbst auch froh, wenn ich dann einfach mal sagen kann, das kann man jetzt mal so sagen und Feierabend. Ja. Ja. Aber bei vielen Dingen ist es eben nicht so pauschal möglich. Da musst du ein bisschen genauer, differenzierter und mit einem wachen Blick drauf gucken. Und da war der Blick nicht wach genug von Holger Lauli. Ne? Ja. Also ich bin da auch für mich sehr vorsichtig, was ich da öffentlich sage. Ich meine, ich habe ja auch, wir haben die Verantwortung, wenn man öffentlich da postet, kein Quatsch. Und da muss man sich halt auch vorher mal Gedanken machen. Ja? So, jetzt muss ich mich aber auch echt auf den Weg machen. Ich würde aber trotzdem gern mich mit dir nochmal treffe, was Thema Balkonkraftwerke angeht, ja. Videos, das gibt ja auch die Heiner Energie, ich weiß nicht, ob du schon mal gehört hast, und du bist auch irgendwie, was Balkonkraftwerke angeht, ein bisschen sehr zurückhaltend, worauf auch immer das liegt. Ich muss mal gucken, wo ich meine Zeit investiere, und so Balkonkraftwerken gibt es schon relativ viel. Und über dicke Wände gibt es nichts. Also weißt du, ich muss ja ein bisschen gucken, wo gibt es im Prinzip ein Wissensvakuum. Und ich glaube, bei Balkonkraftwerken ist das Wissensvakuum nicht mehr so groß. Doch, in der Wohneigentümergemeinschaft. Das ist ein Riesenthema. Alle Eigentümer in der Mehrfamilie, also in der WEG, die wollen gern. Und da gibt es halt verschiedene Hürden. Und da gibt es Riesenthemen. Und darüber werde ich halt gerne mit dir auch dann nochmal. Ja, da können wir ja mal eine Videokonferenz machen, oder? So, ja. Dann müssen wir ja nicht unbedingt nochmal zusammen. Können wir auch im Winter machen. Das ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie nächste 2-3 Monate oder was da über den Tisch ist. Also ich habe das bei mir auf dem Zettel stehen. Ich habe eine Excel-Tabelle, da sind meine ganzen Themen drin. Ja? Die ich quasi dann irgendwann mal gemacht habe, die sind dann auch grün abgehakt. Ist geschrieben, ist gedreht, ist online. Und da habe ich, was weiß ich, noch 40, 50 Themen, die ich noch nicht gemacht habe, die aber noch anstehen. Und jetzt kam ja das Land Hessen da irgendwie noch zwischen rein gegrätscht und hat gesagt, wir würden gerne mit dir was machen. Da hatten wir ja gestern die Pressekonferenz, das war ja in der Hessenschau gestern Abend, hast du gesehen? Nein, noch nicht. In der Hessenschau war gestern der Energiesparkommissar. Ah, das habe ich ja mitgekriegt. Das musst du ankündigen. Ja. Mal ein Foto oder irgendwas. Fuck off, ey, das ist ja...
Ja gut, unterschätzt es nicht. Das. Ja, ich habe aber ich habe andere. Ich mache das ja nicht, um eine Öffentlichkeit irgendwie. Naja, aber um die Energiewende voranzubringen. Ja, aber mit so dadurch, dass ich in der Hessenschau bin, bringe ich die Energiewende nicht voran. Ich bringe die Energiewende dadurch voran, indem ich sinnvollen Content erarbeite und bereitstelle. Damit bringe ich die Energiewende voran. Nicht dadurch, dass ich irgendwie sage, ach, guckt mal, Energiesparkommissar war auch in der Hessenschau. Hm. Und deswegen lege ich da nicht so den großen Wert drauf. Ja. Ich sehe es halt aus Erreichbarkeit. Ich bin ja auf verschiedene Kanäle, also ich mache ja auch über Facebook und so, wo ich da ein bisschen aktiv bin. Und es gibt große Breite, die gucken kein YouTube, die gucken kein Facebook oder irgendwas, ja, und die gucken halt Fernsehen. Und wenn ich mir manchmal anschaue, was gerade in den dritten Programmen oder irgendwelche Leute dann erzählen für Maßnahmen, ja, da sind ja Welten zwischendrin, wie weit wir eigentlich wirklich sind. Mhm.